Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlichen Dank an die Sächsische Landtagsfraktion und an dich, Frauke, insbesondere für die Einladung. Ja, wir versuchen uns in Nordrhein-Westfalen derzeit gerade in Ansätzen von direkter Demokratie. Wir versuchen also, das an direkter Demokratie umzusetzen, was uns in Deutschland zurzeit an Möglichkeiten offensteht. Das ist nicht sonderlich viel. In Nordrhein-Westfalen bedeutet das ganz konkret rund 66.000 Unterschriften und dann befasst sich der Landtag mit einem Thema, immerhin. Das wird dann voraussichtlich auch relativ zügig gehen. Das erwarten wir. Es geht dabei ganz konkret bei uns um das Thema Abschaffung der GEZ, Kündigung der Rundfunkstaatsverträge. Und es geht um etwas Zweites, wo Bayern schon etwas weiter ist. Die haben nämlich schon bei den Windkraftanlagen die sogenannte 10H-Regelung, sprich Abstand von Wohngebieten und von Naturschutzgebieten für Windkraftanlagen in einer Größenordnung bis zehnfachen ihrer Höhe. Das heißt, 200 Meter Türme müssen dann auch mal 2 Kilometer Abstand wahren. Auch ein Thema, was wir noch mal angehen. Aber Sie sehen schon, die Möglichkeiten sind bislang begrenzt. Und ich bin, nachdem ich nun fast schon ein Jahr in Brüssel und Straßburg verbracht habe, der festen Überzeugung, dass wir an der Stelle sehr viel mehr direkte Demokratie benötigen. Und zwar als Gegengewicht zu dem, was wir als Entwicklung, glaube ich, in der politischen Landschaft in Deutschland, in Europa und weltweit beobachten können. Was wir beobachten, ist eine Zentralisierung von Macht, eine Vergrößerung von Strukturen. Und wenn man demokratische Strukturen vergrößert, dann werden sie dadurch nicht besser und demokratischer. Das sieht man schon daran, wenn man die wunderbare Demokratie Indiens mit der Demokratie in der Schweiz vergleicht. In Indien, wir wissen das, über 1 Milliarde Menschen, das müsste, wenn Größe in Sachen Demokratie ein zusätzliches Asset wäre, nun wirklich die schönste Demokratie auf der Welt sein. Und die Schweiz müsste ein wirklich ganz elendiger Haufen sein. Wir wissen, dass es ganz anders ist. Wir wissen, dass Demokratie in der Schweiz sehr viel besser funktioniert als in Indien. Und wir erleben in Europa gerade eine Zentralisierung hin nach Brüssel. Wir haben Diskussionen über Freihandelsabkommen, die überstaatliche neue Institutionen schaffen. Institutionen, die weit weg sind vom Bürger, von denen der Bürger häufig gar nicht erfährt, die aber unmittelbar Regeln für den Bürger aufstellen, ohne demokratische, ohne parlamentarische Kontrolle. Und dafür brauchen wir ein Korrektiv. Das Korrektiv direkter, unmittelbarer Demokratie, den Souverän unmittelbar mal nach seinem Willen zu befragen. Das erscheint fast mutig in diesen Tagen. Ich möchte der Sächsischen Landtagsfraktion ausdrücklich nochmal danken, dass sie dieses ganz zentrale Thema, für die AfD zentrale Thema aufgegriffen hat, um es in einem solchen Rahmen mal zu diskutieren. Ich glaube, dass wir das für unsere Partei gerade auch jetzt besonders brauchen. Wir müssen feststellen, die AfD war, ist und bleibt auch eine systemkritische Partei. Herzlichen Dank.